Willkommen beim neuen Let's Play oder auch Review. Let's Review Samurai Siege. Ja, das Spielprinzip ist eigentlich ähnlich wie bei Clash of Clans, wenn nicht sogar genau gleich. Nur das Game zocke ich halt schon ein bisschen länger. Das habe ich schon vor einigen Monaten angefangen. Dann hatte ich eine lange Zeit, in der ich nichts gemacht habe. Also es nicht weiter gezockt habe, es sogar gelöscht habe. Aber jetzt wollte ich weitermachen, hier erstmal ein Bündnis gründen, damit ihr da vielleicht auch eintretet. Ich will mal schauen, wie es bei euch ankommt, ob es was für euch ist. Es ist ja eigentlich vom System her genau wie Clash of Clans, also wäre es doch eigentlich okay, wenn wir das auch öfter machen, oder? Aber ich muss mal schauen, ich weiß ja nicht, wie viele von euch das auch zocken. Ist auf jeden Fall ganz witzig. Ich werde euch hier ein bisschen was zeigen. Kämpfen werde ich aber in dieser Runde noch nicht. Ich möchte erstmal ein Feedback, ob euch das so vom Aufbau her gefällt. Dann erst lohnt es sich für mich vielleicht auch, und da halt ein bisschen zu kämpfen und so. So, Zachas Family wird das Ganze wieder heißen, wie immer. Bündnis herstellen. Jo, ich bin natürlich jetzt das Mitglied. Botschaft des Tages ist auch nett, oder? Geht sterben. Nehmt das natürlich nicht zu persönlich. Ich habe einfach so eine kleine Störung, würde ich sagen. Ich hau gerne mal so einen Spruch raus. Müsst ihr niemals persönlich nehmen. Ich bin einfach ein gestörter Typ. Aber ja, ich habe auf jeden Fall meinen Spaß. Ich hoffe, ihr habt auch euren Spaß. Und das ist alles, was zählt. So, ja, seht schon, ich baue jetzt ein bisschen um, ähnlich wie bei Clash of Clans. Das soll ähnlich gut geschützt sein. Und die Mauern muss ich auch ein bisschen vereinheitlichen, aber vom System her ist hier doch alles gleich, oder? Seht ihr jetzt krasse Unterschiede? Ich sehe keine und ich zock's ja schon ein bisschen länger. Aber die haben auch wieder viele Updates gebracht, seitdem ich das letzte Mal online war. Es gibt auch viele coole Einheiten, wo sich wirklich Parallelen finden zu Clash of Clans. Die wirklich ähnlich oder fast genauso sind. Würde ich behaupten. So, hier habe ich natürlich auch schon ein bisschen bessere Türme und Mauern. Und ressourcenproduzierende Gebäude, die schon ordentlich was bringen. Also schon einige Millionen. Und es bringt mir auf jeden Fall richtig viel Fun. Bei Clash of Clans bin ich ja leider noch nicht so weit wie ihr. Oder wie die meisten von euch. Ich habe da auch schon meinen Spaß, klar. Aber hauptsächlich halt mit euch. Ich selber habe noch nicht allzu viel Spaß, weil ich ja noch so viel aufbauen muss. Und das dauert und dauert und dauert. Und die Kämpfe sind daher entsprechend schwer oder manchmal auch nicht für mich zu gewinnen. Das ist natürlich nervig und strengt übelst an. Aber ja, kriegen wir trotzdem alles irgendwie hin. Clash of Clans wird auf jeden Fall weitergemacht, bringt übelst Fun. Und die Community ist anscheinend auch sehr riesig. So, ich schaffe hier erstmal alles raus und jetzt muss ich mir überlegen, wie ich das hier neu aufbaue. Das kann auch noch raus. Diese komische Glockenkacke da. Raus, raus, raus. So. Den schicke ich hier auch raus. Bombenfalle. Genau, hier heißt das Ganze nämlich auch Elixier. Schützenturm. Wo stelle ich den hin? Hier würde ich sagen. Erstmal natürlich nur. So, das kommt dahin. Wir brauchen hier viel Platz. So, wie stelle ich es am besten an? Am besten als erstes in die Mitte hier diese Ressourcendinger, die Tresore, Münztresore. Die so an der Kante. So, und dann an den anderen beiden Kanten so Kanonen, die natürlich einen großen Radius haben. Und einiges wegballern können. Und darum würde ich sagen, stellen wir jetzt die erste Mauer. Oh, ich habe irgendwas im Hals. Irgendein Frosch oder so. Scheiß Frösche. Haut ab.
So, das können wir eigentlich eins zu eins daran setzen. Perfekt. So, jetzt nehmen wir hier einzelne Dinger ab. Den dazwischen. So, und jetzt müssen wir das noch wieder zusammenlegen. Hier oben. Oh ja, das können wir auch noch einzeln daran setzen. Ich will mal nicht so sein. So, und jetzt können wir schon rumgehen. Ach, ich hasse das, das einzeln zu machen. Okay, hier können wir auch den ganzen Block jetzt nehmen und hier ransetzen und die restlichen dort natürlich nehmen und zusammensetzen. Das müsste perfekt passen. Sogar einer noch zu viel. So, die erste Spur haben wir. Die erste Spur. Die erste Reihe. Die umschließen wir jetzt wiederum mit anderen Türmen und ressourcenbasierten Gebäuden. Hier ist so ein Schützenturm, Stufe 10. Hier stellen wir noch einen Markt hin. Natürlich die Scheiße aufsammeln, ist wichtig. Jetzt muss ich mir langsam schon mal überlegen, wie ich das da wieder zusammensetze. Immer so ist die Basis gut. Da haben wir auch noch so einen Tresorturm. Wir müssen auch hier die Ressourcen-Dinger mitnehmen. Und da noch eine Kanone hin, die hat ordentlich Reichweite. Und ich finde die auch relativ hübsch. Davon mal abgesehen. Na, das wird ein bisschen kacke hier nachher. Wir müssen den ganzen Scheiß hier mal zur Seite schaffen. Ja, das ist doch kacke, wenn wir das da so ransetzen. Nee, das geht so nicht. Aber ihr seht schon, vom Prinzip her ist das doch eigentlich genauso wie Clash of Clans. Wer mir was anderes erzählen will, nee, also, ne? Der sollte mal weniger rauchen. So. Das verlängern wir hier ein Stück, dann passen die Dinger da auch zwischen. Wobei mir die Aufteilung noch nicht optimal gefällt. Aber suboptimal geht ja auch. So, der Turm dort, dorthin. Umschließt dann auch nochmal einen schönen großen Bereich. Hier wieder ein Turm hin. Jetzt können wir dort oben eigentlich schon mal zumachen. Nehmen wir uns hier gleich noch das Gebiet. Ja, den Münztresor können wir noch mitnehmen. Ja, vielleicht hätte ich sogar alle vier Münztresore in die Mitte tun sollen. Ah, den Elixierbrunnen finde ich da nicht so schlau. Haben wir nicht irgendwo noch einen Turm? Ah, da steht noch einer rum. Zwei sogar. Nehmen wir direkt mal mit. Stellen den hier neben. So, das gefällt mir schon etwas besser. In jeder Ecke ist auf jeden Fall was. Zum Schutz. Und die Kanonen in der Mitte noch. Ich denke mir, damit kann man einiges abfangen. So, so sollte das passen. So, den schließen wir hier. So, ah, der passt da nicht mehr mit rein. Schade, das hätte mich jetzt gefreut, wenn es da reingepasst hätte. So, da tun wir noch diese kleine Falle rein. Und jetzt schließen wir hier den Scheiß so langsam. Also die nächste Reihe. Oh, so, jetzt müssen wir uns hier was überlegen. Ich habe nicht so viel Mauern zur Verfügung und meine Leute sind halt auch wieder am Bauen, Bauen, Bauen. Also meine Arbeiter sind dran. Da oben habe ich noch ordentlich, ja, noch eine Reihe schaffe ich es nicht aufzubauen. Ich muss mir jetzt genau überlegen, wie ich es zusammenbaue. Boah, ist sogar nur eine Stufe 5 Mauer. Die muss ich unbedingt noch verbessern, wenn ich denn wieder kann. So. Den hole ich noch hier rein. Ah, der passt da nicht hin. Mist, das ist kacke aufgebaut. Aber ich will es jetzt auch nicht grundlegend wieder verändern. Sondern nur so ein bisschen. Yay! Okay, ich lasse es erstmal so. Dann ist das halt so ein bisschen offener. Der dritte passt nicht hin aufgrund der Scheißkanone dort. Die kann ich auch hinstellen, wie ich will. Da oben passt es auch nicht hin.
das ärgert mich gerade ein bisschen. Uiuiuiui. Hier tue ich noch diese Falle rein. Nehmen wir noch diese Stufe 6 Mauer mit. Und meine Burg natürlich schützen. Daneben hauen wir diesen Frostturm. Und natürlich wieder so ein Elixierbrunnen. Muss alles super geschützt sein. Ich bin ja gespannt, ob es auch welche unter euch gibt, die das im Game zocken. Und ob ihr da schon eine krasse Dörfer habt. Ah ja, wundert euch nicht über meinen Namen oben links. Ich hatte irgendwie damals, weiß nicht. Das hat eigentlich nichts zu sagen, das war dämlich. Aus Scherz habe ich mir den Charakter quasi erstellt, den Account. Ich fand's witzig. So, müssen wir mal schauen, ob wir den Namen noch ändern können. Ist ja krass. So. Ah, den Scheiß hier können wir später auch reparieren. Den uralten Tempel. Ah, dafür muss man auch eine Mission abschließen. Hier gibt es nämlich auch Missionen. Also Einzelspieler quasi. So, ja, schließen können wir den nicht. Glaube ich nicht. Nope, nope, nope. So, wie könnten wir jetzt noch verfahren? Den Scheiß können wir noch da reinstellen. Es ist eigentlich wichtig, dass das geschützt ist. Die Falle davor. Der Turm so ein bisschen mittig, dass der einen größeren Radius hat, um die Gebäude zu schützen. Und das ist da eigentlich auch unnötig. So können wir alles ein bisschen verschieben. Wird es halt ein Lager. So, das mit rein. Da oben noch die Falle zur Seite erstmal. Jetzt können wir das nämlich schließen. Ja, was heißt schließen? Da ist immer noch ein kleines Stück offen. Wir haben keine Mauern mehr. So ein Mist. Ja, der Turm passt da leider nicht zwischen. Aber die Falle könnten wir nehmen. Die müssen wir natürlich nachladen dann später. Dann kann uns das schon ordentlich helfen. Ja, es ist kacke hier mit dem Markt. Er müsste eigentlich noch geschützt werden. Deswegen tun wir hier die Burg raus. Sie muss raus, sie muss raus. Ich sehe nämlich hier auch gerade kein anderes Gebäude, was ich sonst daraus tun könnte. Deswegen wird es die Burg Ressourcen und so sichern. Und jetzt stellen wir die Burg natürlich noch nah ran. Genau wie die anderen Gebäude. Habe ich ja bei Clash jetzt auch so gemacht. So, ran da, ran da, ran da. Immer ran. Ey, willst du mich verarschen? Meine kleinen Gerserinnen. So, jetzt haben wir auch fast alles dran und ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal Schluss. Einen Kampf gibt es noch nicht. Vielleicht das nächste Mal, wenn ich das Feedback bekomme. Vielen Dank und bis dann, Leute. Ciao, ciao.